Der Einsatzwagen ruckte, wühlte sich fest und blieb in einer Schneewehe stecken. Die Mordkommission stieg aus. Uniformierte Beamte in Lammfellmänteln, die sich mit ihren kurzen Armen und niedrigen Stirn alle merkwürdig ähnlich sahen. Der einzige Zivilist war ein hagerer, blasser Mann, der Chefinspektor. Er hörte sich geduldig den Bericht des Parkwächters an, der die Leichen im Schnee entdeckt hatte. Der Wächter wäre bei seinem nächtlichen Rundgang den Fußweg verlassen, um auszutreten, die dort drei liegen gesehen und wäre vor Schreck und Kälte beinahe selbst erstarrt. Die Mordkommission folgte dem Strahl des Suchscheinwerfers ihres Einsatzwagens. Diese Sätze gehören dem Buch von dem amerikanischen Autor Martin Cruz-Smith. Das Buch heißt Gorky Park. Zu dem Autor erstmal. Der Autor Martin Cruz-Smith wurde als William Martin Smith im Jahr 1942 in Reading, Philadelphia geboren. Er entstammt einer Musikerfamilie. Seine Mutter war Indianerin, sein Vater Amerikaner. Um ein Bestsellerautor zu werden, musste er seinen Namen ändern. Er wollte kein Buch unter dem Namen William Smith veröffentlichen, also überlegte er sich, was er nehmen konnte. Da kam er auf die Idee, den Namen Cruz Smith zu nehmen. Seine Mutter war ja Indianerin, deswegen konnte er sich einen indianischen Namen zulegen. Nun kam der Erfolg mit diesem Buch. Auf die Idee zu dem Buch Gorky Park kam er, als er in den 80er Jahren bzw. Mitte der 70er Jahre einen Moskauer Besuch antrat und ein Buch schreiben musste über das Leben in Russland. Da überlegte er sich, was er schreiben könnte. Sofort wusste er, dass er einen Roman schreiben wird, was mit dem damaligen System zu tun hat, was mit der KGB zu tun hat. Das ist in diesem Buch vollkommen gelungen, dem Autor. Es geht um einen Mordinspektor, Kriminalinspektor für Morde, der den Namen trägt Arkady Renko. Dieser Arkady Renko ist ein typisch russischer, sowjetischer damals Beamte. Er ist voller Überzeugung für die Partei, für den Sozialismus. Und da merkt er schnell, wenn er weiter die Morde untersucht, die drei Morde, dass von dem Sozialismus am Ende nicht sehr viel übrig bleibt. Sogar der Staatsanwalt mischt kräftig in dem Business mit. Ich empfehle das Buch jedem, der interessante Geschichte lesen will und der was Spannendes hören möchte. Vielen Dank für den Besuch des Videoblogs.